So, ich plapper mal drauf los, weil ich zufälligerweise für einen Monat in einer Wohnung bin, die ist sogar mir. Und ich habe hier so schön eine Spülmaschine integriert und eine Mikrowelle und hier so einen Einbauschrank gebaut. Egal. Ich habe heute einen lieben Mensch bei eBay Kleinanzeigen mit geplappert und der hat mir immer erzählt, was auch mir so passiert ist, als ich auf vegan, ich mache mal die Tür auf, dann halt das hier vielleicht nicht so sehr. Als ich vor 15 Jahren von normal Fleisch auf Vegetarier und dann sofort auf Veganer umgestiegen bin und das auch vorher schon immer so war, also so die Fehler, die man machen kann, wenn man als Veganer anfängt und auch meine seltsamen Lösungen, also könnte interessant sein. Weil es war eben bei mir auch so, auch früher schon, als ich mal so ein asiatisches, vegetarisches Gericht hatte, da fehlt was. Da hatte ich wirklich so die Überzeugung von wegen, ich merke das, wenn da kein Fleisch drin ist. Ja? Und das ist ja halt dieser Fehler, ich bin war platten draußen im Kalten und deswegen friere ich noch so ein bisschen und lehne jetzt mal den Arm so ein bisschen an und hoffe, dass ich noch. Dieser Hauptfehler, der halt gemacht wird, damit fange ich halt gleich an, ist, dass man halt einfach nur das Fleisch weglässt. Und dann fehlt halt was. Dann hat man nur so ein bisschen Gemüse und Reis oder so und vielleicht so Sojasauce, aber es ist so, als ob man Luft isst. Also das ist so eine Leere. Ja, das hatte er auch so ein bisschen erzählt, deswegen erzähle ich das jetzt, weil ich habe die Lösung dann eigentlich erst 5 Jahre später, glaube ich, so ungefähr, als ich dann von vegan auf Keto-vegan umgestiegen bin. Das ist so eine Erfindung von mir, mehr oder weniger, also www.ketovegan.de. Dann also ketogen, also nicht nur pflanzliche Produkte, sondern auch keine Kohlenhydrate. Und da bin ich dann, das habe ich im Winter angefangen, ja, und da bleibt halt im Prinzip nur noch grünes Gemüse und Fett übrig. Und das hatte ich halt noch nicht so richtig hin. Und da habe ich wirklich in 3 Monaten bin ich von 65 und ich bin jetzt hier 1,88 und 65 Kilo, eh schon ziemlich dünn. Ja, und deswegen, da bin ich dann auf 56, 9 Kilo runter. Ja, da war wirklich so noch stärker hier die Augen eingefallen und so. Und dann habe ich wirklich erste Friteuse gekauft. Ja, nebenbei, so der erste Tipp. Veganer, gleich schafft euch eine Friteuse an, weil Fett. Ich habe dann halt wirklich irgendwie angefangen, also in jedes Essen so mindestens 10 Esslöffel Öl rein. Ja? Und das ist der Punkt, der irgendwie wichtig ist. Ich brauchte den halt, weil ich mit den Kohlenhydraten aufgehört habe. Und dann musste ich mich halt das ist ja die Idee von der ketogenen Diät. Also Keto Vegan ist die gesündeste und die billigste, also wenn man die Welt retten möchte, ja, dann Keto Vegan. Aber es ist eine Extremdiät, deswegen muss ich euch nicht empfehlen. Aber ich will euch gleich sagen, wenn ihr vegan fahrt, streicht auch gleich so die Hälfte der Kohlenhydrate und ersetzt den Energiewert durch Fett. Weil Fett schmeckt. Ja? Also Käse oder sowas, also 50% ist da Fett drin. Ja? Oder die Suppe, wo dann so die Fettaugen drauf sind, was so früher irgendwie aufs Brot, nur so eine ganz dünne Schnur Butter, ne, nix da, Fett. Ja, also Fett schmeckt. Und dieses Völlegefühl, ja, das kriegt ihr mit dem Fett, ja. Und deswegen jetzt einfach nur, naja, dann noch ein bisschen Tofu dazu, aber der Tofu schmeckt auch nach nichts, ja. Deswegen, der Trick ist wirklich, ordentlich Öl rein. Ja? Also nicht nur irgendwie in die Pfanne Öl, damit irgendwie nichts anbrät, sondern wirklich Öl, damit das schöne irgendwie Sache wird. So. Und was ich halt hier dann, der nächste Trick ist irgendwie, es gibt halt bestimmte Gemüse, die eben auch so toll sind, so richtig wow. Und der Hokkaido wirklich so im Herbst, ja, dann geht der runter bis auf 1,29 das Kilo, ja, oder 99 Cent das Kilo, ja, super. Hokkaido irgendwie, deswegen mache ich halt jetzt hier so ein kleines Gericht, zeige ich euch. Hier, ne, so das Grüne sollte man, glaube ich, ein bisschen abschneiden. Und dann so raushöhlen, dann bleiben hier das eigentlich so für die Biotonne, aber ihr könnt das theoretisch so ein bisschen irgendwie säubern und trocknen und dann oder rösten und glaube ich auch essbar.
Oder halt nicht rösten und draußen im Garten irgendwie, dann wachsen da irgendwie überall die Mixed Hokkaidos. Diese Kürbisgewächse, die wachsen super, also Zucchini oder Hokkaido, tolle Sache. Problem ist hier, das ist ja alles Hybrid, also auch die Bio-Hokkaidos hier irgendwie sind trotzdem Hybride, also F1-Hybriden, die aus zwei gekreuzt wurde. Das heißt, da wird zwar wahrscheinlich wieder Hokkaido draus wachsen, aber der wird dann entweder ganz klein oder irgendwie nicht, aber könnt ihr gerne probieren. Ja, okay. Deswegen, es gibt so ein paar Gemüse, die halt wirklich eben auch dieses, die ein bisschen cremig, die ein bisschen dick sind, die schön Fett aufnehmen und deswegen Hokkaido, ja. Zum Beispiel Zucchini ist schon wieder so ein bisschen labberig, ja, oder Paprika, alles schwierig, ja, deswegen Hokkaido, Rosenkohl, diese Dinger, nicht der Blut, Rosenkohl irgendwie, auch tolle Sache, billig irgendwie. Generell so diese grünen deutschen, also der Blumenkohl geht auch noch, aber was gab es noch? Müsste ich jetzt nach, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Ne? Jetzt habe ich hier noch irgendwie so ein bisschen Fenchel dazu und das ist der nächste Trick. Wenn ihr vegan irgendwie, immer zwei Gemüse, grundsätzlich. Ja? Also nur ein Gemüse ist irgendwie schlecht. Ja? Und wenn am Ende noch dann Chinakohl oder eine andere Kohlblätter dazu gemacht werden, ja? Ich halt, weil super wenig Kohlenhydrate, ja, und deswegen immer Champignons. 3-4 Champignons kommen dann noch dazu. Ja, klar, 1-2 Knoblauchzehen auch noch rein. So, und dann gibt es noch den Fleischersatz, weil es ist schon so, Proteine, ein bisschen drauf achten, ja, und zum Beispiel jetzt als Veganer könnt ihr die ganzen Hülsenfrüchte natürlich noch nehmen, ja. Das geht bei mir nicht, weil zu viel Kohlenhydrate, die Sojabohnen gehen gerade noch, weil ordentlich Eiweiß. Und im Tofu ist das Kohlenhydrate ja ausgewaschen. Das ist das nächste. Tofu ist halt so, nicht so besonders. Auf jeden Fall mal den geräucherten Tofu, ja. Super Sache. Also, wenn man das noch nicht kennt und man hat auf einmal wieder diesen Räucherwurstgeschmack im Mund, irgendwie, wow, tolle Sache. Allerdings auch wieder Vorsicht. Als ich das dann rausbekommen habe, nur noch Räuchertofu ein halbes Jahr und danach gar nichts mehr, ja. Deswegen in Maßen. Und weil ich in Maßen sage, jetzt auch gleich für hier ich eine Person, das wird eine volle Pfanne, ja, nur eine Hälfte, ja, also nicht, der Tofu, sag ich mal, sollte nicht die Hauptspeise sein, also das ist das Hauptbestandteil, weil Tofu nie so doll. Also vielleicht, wenn das ganze Nacht über irgendwas einliegt, ja, aber dafür fehlt mir immer die Freude, oder, also Freude gleich Zeit. Lieber eben, ne, Hauptsache hier das da oder so und dann eben für die essentiellen Eiweiße irgendwie hier in kleine Würfel schneiden, nur die Hälfte. Früher habe ich halt, ne, gleich mal Eiweiß oder so ein ganzes Ding rein und dann hat man da so lauter solche nicht schmeckenden Pappstücke drin, ja, keine gute Idee, ja, lieber auf ein schönes Gemüse konzentrieren und ordentlich Fett, ja, und wirklich, ja, also, okay, jetzt hier die Fettsorten, ne, Olivenöl, also Soja, hier, Rapsöl ist auch billig irgendwie, ist halt so, wenn es so Fett, mediterran, deutsch, dann Olivenöl, wenn es asiatisch wird, dann lieber ein geschmacksneutrales Öl, das hier ist jetzt, ne, Rapsöl. Ich habe halt wegen diesem hohen Öl, weil ich nur mich von Öl ernähre, habe ich da teilweise halt 100 Milliliter am Tag Öl. Das Rapsöl ist zwar diese 00-Sorte runtergezüchtet, dass diese Gerb-Bitterstoffe, die eigentlich giftig sind, nicht mehr so stark sind, ist aber immer noch. Und deswegen, ich mische das halt zur Hälfte mit dem Sonnenblumenöl, weil wenn man das nur isst, dann nicht. Aber Sonnenblumenöl ist ja eigentlich irgendwie total nutzlos. Und die Omega-3-Säuren in Rapsöl und hier das Leinöl, auf jeden Fall würde ich auch empfehlen. 2 Esslöffel davon am Ende immer noch rein, besonders wenn ihr kein Rapsöl, weil da ist jetzt auch Omega-3 drin, ja, deswegen, aber hier, wenn man es mischt, dann ist das Verhältnis nicht mehr so gut, aber wenn ihr euch jetzt nicht nur von Öl ernährt, sag ich mal, dann könnt ihr auch das Rapsöl irgendwie unverdünnt nehmen. Da ist ja das Verhältnis Omega-6, Omega-3 schon perfekt. Wenn das aber hier Olivenöl oder das mischt, dann immer noch hier dieses schöne, nussige Leinöl dazu, ja, 1,39 und das Bio 1,69 irgendwie ist Sache. Das da, ne, das ist diese Pflanzencreme, die erwähne ich jetzt auch. Wie gesagt, das ist wichtig, ja, das ist jetzt für vegan und especially
besonders Keto-Veganer, das da ist, das macht den richtigen, sättigen Geschmack, ja, das da oben. Nicht das da unten, ja, sondern das da oben. Und deswegen hier, ne, das ist auch diese Hefeflocken. Auf jeden Fall. Bei eBay ist nicht unbedingt der günstigste. Wenn er bei Google Hefeflocken und Shopping, diese Vitam, V-I-T-A-M sind, glaube ich, die günstigsten, kostet aber schon so 3 Euro so eine Packung. Hält aber ziemlich lang. Das da gemischt hiermit und dann noch Senf dazu und ein bisschen Salz gibt einen tollen Käseersatz. Jetzt rede ich wieder so viel und mir knurrt schon der Magen. Also bei Google nach den Hefeflocken und dann Shopping, also nicht alle Suchergebnisse, Shopping, dann geht es ein bisschen billiger. Hier, also die Gewürze sind auch wichtig. Ja, also das hier ist auch ganz einfach, das ist so Gemüsebrühe. Das als Gewürz, sag ich mal, kann ich jetzt hier wahrscheinlich einfach einen Teelöffel am Ende. Dann hier mit ein bisschen Olivenöl, das ist auch noch salzig, ja. Das ist, das gibt dann hier dann auch noch so einen deftigen Geschmack. Dann irgendwelche hier so Grill, es gibt diese griechischen Gyros-Gewürze, sind auch toll, ja. Natürlich ja Sojasauce etc. Das war eben der Tofu. Und dann gibt es halt noch 2 andere Sachen, die für mich wichtig sind. Zeige ich euch nicht, die sind da hier irgendwie in so komischen Tüten. Das eine ist Soja-Granulat, also das gepresste Soja. Am besten gleich bei eBay 20 Kilo Sack, ja, und dann unter Freunden verteilen, ja, dann ist es saubillig, oder ist inzwischen ist noch billig, ja. Da gibt es Granulat, das sind nur so kleine Brösel, das ist dann wie Hackfleisch, könnt ihr so Bolognese-Soße machen, ja, und dann gibt es so ein Schnitzel und es gibt richtige Schnitzel. Ja, auch die Schnitzel, die, wenn man die frittiert, irgendwie gibt es dann irgendwie und halt Würz mit irgend so Gyros oder so einem Grillgewürz, ja. Schmecken auch gerade diese Schnitzel, diese Medaillons irgendwie auch echt klasse, ja. Die haben so ein bisschen so eine, wie so Wiener Schnitzel irgendwie Textur, ja. Ist aber trotzdem jetzt kein Fleisch, weil immer noch Soja. Und das letzte ist halt der Weizenkleber. Das ist das Gluten, was eigentlich so schlimm, aber die meisten können Gluten spalten und deswegen, wenn ihr Brot esst, ja, dann könnt ihr auch das pure Gluten essen. Ja, das ist halt das, was das Mehl irgendwie, das Eiweiß, was, wenn man es knetet, dann sich so verkettet und dann den Teig so zusammenhält. Und dieses Zusammenhalten ist dann eben, wenn man das pur macht, kommt dann halt wirklich so eine Schnitzelzeugs raus. Und hier auch einfach da so einen Teelöffel davon rein, mit ein bisschen Wasser irgendwie anrühren und dann, glaube ich, den Teig eben ziemlich feucht, weil dann irgendwie, dann geht der auf beim Braten. Ja, Deckel drauf, irgendwie paar. Oder wie gesagt, frittieren, eigentlich auch immer ordentlich Fett dabei. Das sind diese 3 Sachen, irgendwie Tofu, Soja-Granulat, Schnitzel oder Medaillons oder der Weizenkleber. So, jetzt fange ich hier an zu kochen. Ne? Und es ist, wie gesagt, eigentlich für mich geht es ja ums Fett, es würde auch nur das reichen, ja, und ordentlich Fett rein. Ja, aber irgendwie wird natürlich irgendwie, das wird dann so ein schöner großer Teller voll bis oben hin. Ja, denn es gibt ja, ich habe den Familienspruch, habe ich den schon mal erwähnt? Von uns, von meiner Familie ist irgendwie, Essen macht Spaß, viel Essen macht viel Spaß. Also mein Onkel hat mir dann das Original gesagt, das heißt irgendwie, kommt irgendwie aus da hinten Richtung Litauen oder sowas, kamen wir ursprünglich mal her. Das war Frieden macht Spaß und viel Frieden macht viel Spaß. Egal, aber ne, Essen macht Spaß und viel Essen macht viel Spaß. So, erst das angebracht. Die Champignons brauchen nicht so lange. Die kann man ja sogar roh essen. Jetzt kommt das dazu. Den Lauch als allerletztes. Damit er noch so ein bisschen, weil ich für mich Zwiebeln zu viel Kohlenhydrate, deswegen benutze ich Lauch. Ihr könnt natürlich Zwiebeln nehmen. Und deswegen, die sind roh, haben die halt so eine Schärfe. Parallel mache ich ja gleich den Salat hier morgen. Jetzt muss ich den Tofu schnippeln und den Salat. Kommen dann noch diese schönen Antipasti hier rein, ne? Auch in Öl eingelegt und hier nochmal in Öl eingelegt. Die Peperoni sind nicht, aber da empfehle ich euch auch wirklich die von Dittmann, weil die sind richtig knackig. Ja, also lieber irgendwie 30 Cent mehr ausgeben. Ah, okay. So, und nun kommt hier jetzt so ein bisschen knapper Esslöffel rein, ein bisschen von dem Dings. Ja, und dann
Das ist jetzt halt wirklich so hau ruck. Also ich bin halt hier nur gestrandet einen Monat und deswegen habe ich hier nur einmal Basilikum. Also eine feinere Küche wäre halt dann jetzt Rosmarin oder Thymian oder so, das ein bisschen feiner abzuwürzen. Aber wie gesagt, für Anfänger irgendwie, oh Hilfe, ja, es geht hier um richtig deftig und Würze, damit man eben nicht so eine schlechte Erfahrung macht. So, und jetzt kommen hier das bisschen geräucherte Tofu mit den Lauchzwiebeln noch dazu. Ja, und dann ist im Prinzip das schon fertig und dann werde ich halt jetzt noch oben drauf, ne, weil viel Essen macht viel Spaß, mache ich jetzt dann hier noch mit Senf und den Hefeflocken irgendwie da noch so eine cremige Soße und dann kommen noch hier die 2 Esslöffel Öl dazu, also da wird auch noch mal ordentlich. Ne, weil jetzt, ich meine, wie gesagt, der Hokkaido und das Ganze, da war die Olivenöl, wäre jetzt auch schon mit Salz und Pfeffer gut, aber ich lieber irgendwie noch mehr Fett rein. Ja, das ist nicht verkehrt. Ja, also das Fett ist nicht ungesund, die Kohlenhydrate sind krebserregend. Ja, ich meine, bei euch kommt dann halt aber das am Ende noch die Zugaben, das nachher. Parallel mache ich mir halt den Salat für morgens, damit ich gleich im Bett irgendwie mein Frühstück habe. Ne, da ist jetzt hier da ein bisschen Senf und Tomatensalz, hier die Artischocken. Ein paar Oliven, die getrockneten Tomaten, die in Öl, die fehlen jetzt noch. Und halt Walnüsse, also irgendeine Nuss irgendwie, weil auch ein paar Nüsse sehr eiweißreich und Walnüsse eh die besten. Ne? Und dann halt, wie gesagt, hier fehlen jetzt, glaube ich, auch noch die 2 Esslöffel Öl. 1, 2. Ja, und das ist jetzt Endivien-Salat, den lässt man besser ungerührt, weil sonst matscht der ein. Hier habe ich ja den schon abgestellt und da ist jetzt eben da dieser gehäufte Esslöffel von den Hefeflocken und das der Esslöffel Senf. Jetzt können wir halt hier, wie gesagt, auch noch. Das geht halt, wie gesagt, es geht. Und jetzt kommt halt hier noch da die Pflanzencreme drüber. So. Und das so ein bisschen verrühren, damit es ein bisschen cremig wird. Ja. Und wie gesagt, alles was jetzt hier so flüssig ist, das ist im Prinzip Fett. Ja, und es ist jetzt, wie gesagt, die Keto Veganer, also wenn es wirklich so viel Fett ist, dann fühlt man sich teilweise, als ob man Motoröl im Magen hat. Und das ist dann, also das ist schwierig. Ich sage extrem Diät, ja. Aber jetzt bei euch eben, müsst ihr ja nicht ganz so übertreiben. Ja, aber jetzt hier, wie gesagt, ist so ein schummendes Fett, das hat Geschmack und mit dem Hokkaido irgendwie. Ja. Und das kommt jetzt alles hier auf den Teller drauf und dann. So, dann noch der Abschluss. Das bei euch kann natürlich jetzt noch hier eine Portion Pommes dazu oder Reis, Kartoffeln oder Spaghetti, ja. Das fehlt bei mir natürlich zum Glück, weil ich eben ja schon erwähnt habe, dass ich, ihr wollt sie alle nicht hören, aber Kohlenhydrate sind krebserregend. Ja? Und ist eigentlich, also wissenschaftlich belegt ist, dass Kohlenhydrate krebsstimulierend sind, wiederhole ich jetzt kurz. Ja, das heißt, wenn man schon Krebs hat, dann wird durch den Zucker, Glucose, irgendwie so Teufelskreislauf in Gang gesetzt, der das dann eben immer schlimmer macht. Aber da Krebs ja immer in mehreren Stufen, also dass die Zelle mehrmals Stufen, um sich, bis sie dann zu der echten entarteten Zelle wird, haben wir eigentlich dauernd Krebszellen in unserem Körper. Unser Immunsystem schafft das halt irgendwie unter Kontrolle zu halten. Aber wenn ihr natürlich so viel Kohlenhydrate futtert, dass der Insulinspiegel, das Insulin wird ja gebraucht, damit der Zucker dann auch in die Zellen kommt. Und deswegen der Insulinspiegel so hoch dauerhaft gepumpt ist, dass ihr dann alle Diabetes bekommt, also dass das Insulin immer weniger Wirkung zeigt und deswegen man am Ende noch Insulin spritzen muss, damit diese Unmengen an Kohlenhydraten und Zucker irgendwie auch noch in die Zellen gepumpt werden, ja. Dann ist natürlich offensichtlich, dass wenn man dann irgendwie eine Vorläuferkrebszelle hat und dauernd überall Zucker irgendwie rumschwirrt, ja, dass das dann eher Krebs wird. Also könnt ihr ja alle gerne googeln, wissenschaftlich, also es gibt da schon einiges. Ja, aber wie gesagt, ich meine, so Pommes sind schon lecker, ja, aber ich freue mich jetzt eher auf dieses schöne, fettige Essen. So, da ist mein riesiger
Und wenn ihr euch jetzt wundert, wieso ich irgendwie so schwindeldürr und immer so ein voll Teller, das ist eben jetzt auch wieder ketogene Diät. Also das ist jetzt nicht unbedingt heute das Hauptthema. Ja, da ernährt man sich halt nicht von Glucose, also Kohlenhydraten, die ja alle in Zucker zerlegt werden, sondern halt von Fett. Und die Fettverbrennung ist erstens effizienter, deswegen ist es auch fürs Gehirn besser, weil weniger freie Radikale entstehen. Und ich könnte schon wieder zig Studien, bla bla. Wieso irgendwie, also sofort, wenn ihr auf Keto vegan, sag ich mal, könnt ihr gleich 5 Jahre auf eure Lebenserwartung drauf addieren. Kein Scheiß. Das hält auch länger an, das Fett, ja, und deswegen, ihr kriegt dann nicht so schnell wieder Hunger, ja, und deswegen, ich mache morgens irgendwie um 9 Uhr den Salat, den ihr eben gerade gesehen habt, den esse ich dann, und im Prinzip esse ich dann abends, weil ich Platten draußen hatte, ist jetzt schon nach 8 Uhr, glaube ich, ja, gibt es dann halt meine Hauptspeise, was auch an meinem Lebenswandel, weil ich normalerweise Outdoor lebe und nicht in so einer schönen Küche, da unten habe ich so schönen Schiefer, kriegen wir das noch schärfer, hallo, ach ja, so schönes Schieferlaminat verlegt. Tagsüber bin ich halt unterwegs und auch weil ich irgendwie auf der Toilette, ich reise ja mit meinem kleinen Campingklo von Klärwerk zu Klärwerk und das ist mittags habe ich keine Lust mich aufs Klo zu setzen, deswegen esse ich nur abends und morgens. Und deswegen gibt es bei mir abends so eine große Hauptspeise, was nicht so gut ist fürs Einschlafen und ich brauche ja immer 3-4 Stunden zum Einschlafen, was aber eher an meiner kaputten Seelenwelt liegt. Ja. Ja, deswegen bei euch muss es jetzt nicht ganz so ein großer Teller sein. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt hier. Wenn ihr irgendwie Probleme habt und denkt, dass vegan, dass irgendwas fehlt, dann ist es nicht der Fleischersatz, der jetzt unbedingt fehlt. Es ist dann eher so die Art des Gemüses. Ja, und das, was hier da am Rand jetzt irgendwie so schlummert, irgendwie so schön schmackhaft auf mich wartet. Okay, tschüss.